Wunsch ist mein Begehr. Es muss auch Weitläufer für die kleinen Dinge geben. Ja. Hier kann man kurzzeitig über den Fluss. Gucken wir uns als nächstes hier oben um und arbeiten uns dann so weiter vor, bis wir da angekommen sind, wo wir hinwollen. Wir sollten aber gucken, dass wir unsere Gruppe nicht mehr so oft trennen. Weil vor allem Harry ist ja doch ein bisschen verwundbar. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Klar, wir verbringen großartige Taten. Wir töten Helmritter, die eigentlich unschuldig sind, weil wir sie für Monster halten. Wir hätten auch schon fast mal Harry getötet, weil wir sie für ein Monster hielten. Jo, aber auch die Windspeerhügel sind ein recht hübscher Ort. Ein Hase. Also ja, sind ein bisschen hügelig, aber... Eingeweiden etwas Sonnenlicht gefällt. Kämpfer? Steh her! Abschaum! Abschaum! Etwas Sonnenlicht gefällt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Zuschauer verdient haben. Diese Kreaturen zu erledigen war nicht besonders schwierig. Vielleicht so, aber wir sind nicht grandios im Kampf. Aber sind wir nicht grandios im Kampf? Auch mit diesen zarten und haarlosen Häuten? Haarlos schon, aber zart? Vielleicht solltet ihr für euch selbst sprechen. Gemach, kämpft nicht gegen euresgleichen. Wir haben genug, gegen das wir kämpfen können. Oder dass wir uns übereinander hermachen. In der Stadt, ich stimme nur zu gern zu. Alles, was er sagt, sollte für euch vollkommen akzeptabel sein. Wir alle wissen, wozu ihr steht. Und nur weil ich verbittert... Weil ihr verbittert seid, dass ihr zu schwach zum Führen seid, fragt ihr jeden, der gehorsam folgt. Ich sagte, hört auf zu streiten. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Genau, schlechter Auftritt für eine Gruppe. Sind wir betrübt über unser Aussehen, obwohl es nicht beständiger ist als der Wechsel zwischen Tag und Nacht? Und schon wieder die philosophischen Fragen. Könnt ihr euch nicht einfach mit der Jagd zufrieden geben? Müsst ihr uns alle analysieren? Oh, entschuldigt, braucht ihr Hilfe? Ich habe mir wegen der Gnolle Sorgen gemacht. Lass das verdammte Quatsche, man kommt ja gar nicht zu Wort hier. Ihr seid anscheinend alle beschäftigt, jagt nur weiter, jede Menge Gnolle da draußen. Nein, ich fürchte, ihr werdet nirgendwo hingehen. Ich bin dafür, dass wir aufhören, mit dem Essen zu spielen. Ich fühle mich ein wenig gereizt. Ja, ja, genug mit dem Geplapper. Endlich. Ich esse nichts, was ihr angefasst habt. Ihr geht mir wirklich auf den Keks. Eigentlich ja. Oh, jetzt muss ich tatsächlich was töten. Oh Gott, Werwölfe. Ich helfe wohl schneller als Chick Ticker schnell pratze. Ich entsinne mich nichts Gefährliches. Was kann ich tun? Die kriegen. Was Böses ab und sterben alle recht schnell. Keine große Herausforderung. Haben aber auch guten Schaden angerichtet an uns. Ja, ein Hoch auf die gescripteten Random Encounters, hä? Hm.
So, Keldorn. Hat ein bisschen was einstecken müssen. So. Yoshimo, reicht den mal wieder hoch, dass wir den schön voll machen können. So, ja. Gut. Nun gut. Feind gesichtet. Oh, Ankeck. Das ist jetzt die ultimative Frage. Der Ankeck ist ein in der Erde lebendes insektenähnliches Wesen von 3 bis 6 Metern Länge. Es ist hauptsächlich in den Wäldern oder guten Ackerböden zu finden. Ankecks haben einen Panzer aus einer Substanz, die Chitin genannt wird. Chitin ist äußerst hart und dabei jedoch sehr leicht. Größte Gewicht und Härte des Panzers machen ihn zu einem viel gesuchten Material. Es könnte daraus zum Beispiel Rüstung gefertigt werden. Minsk, schlepp du den mal. Den Ankeck-Panzer. Ich will mal wissen, ob wir den im Hafenviertel beim Schmied so was Brauchbares machen können. Im ersten Teil ging das ja recht gut. So. Ihnen die Augen aus, yeah. Erzählt mir mehr davon. Ein neuer Ankeck-Panzer wäre nämlich zum Beispiel schon mal praktisch. Das Geld hier ist auch recht praktisch. Also das Geld und der Schmuck. Und dass die Pfeile plus 1 dabei haben, macht das nur noch besser. Gepäck ist voll. So. Behälter ist voll. Okay, das heißt, den Rest müssen wir so tragen. Ich warte. Keine große Herausforderung. Das sieht nach alten Ruinen aus. Das war vielleicht mal das Windspeer-Anwesen. Was Neues auf der Karte haben wir aber nicht, nein. Ja gut, hier ist nochmal so ein Teich wie unten bei der beim Feenhain. Nur dass das hier ein normaler Teich eben ist. Gut, das heißt, uns bleiben nur noch die Windspeerruinenhügel, die man übrigens auch hier auf der Übersichtskarte angezeigt kriegt, anders als bei den Umba-Hügeln. Und ja, die Tempelruinen. Die Festung der Arnes sieht wenigstens noch so aus, wie sie aussieht. Selbiges gilt übrigens für die Viertel. Da sieht nur die Walkenpromenade und das Hafenviertel wirklich so aus, wie sie aussehen. Wobei Tempel und Regierungsviertel sehen auch noch einigermaßen nach sich selber aus. So, die Ruinen ignorieren wir erstmal. Weiter gekonnt. Wir sind wieder nah am Feenhain. Das hört man an diesem hübschen Funkelgeräuschen. Ja. Das heißt, uns bleibt ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Eigentlich nur noch der Weg in die Ruinen.
Ja, der Verlieseingang. Alles andere haben wir erkundet. Gut. Oh. Häuptling Grabgrupp. Mhm. Und Hobgoblins. Verschont keinen! Ah, ihr früh sein. Truppe brauchen Tritt in den Hintern, um fertig zu werden. Habe Firkak gewarnt, aber ihm wohl egal sein. Vorwärts, Mann! Hobgoblin Magier, Hobgoblin Schamane, Hobgoblin Bogenschütze. Oh! Tut mir leid, keine Gnade für Goblins. Ah. Da rennen sie wie die Fliegen weg. Okay. Die Dienerin der Natur ist bereit. Vita, ich warte auf euren Befehl. So. Heiltränke und Wundenheilzauber, das ist schon mal praktisch. Noch mehr Edelsteine. Noch mehr gute Pfeile. Noch ein Ring. Ja. Gut. Verschont keinen! Mit der Hobgoblin-Elite müssen wir halt aufpassen. Erwin, jetzt lasse ich dich mal. Ein Stärketrank. Den kannst du mal für unseren Aufenthalt hier drin trinken. So, die Tränke trinkt Keldon. Braucht ihr etwas? Pfeile. Für Yoshimo. Noch mehr Pfeile für Yoshimo. Die Zauberrollen, die können mal weg fürs Erste. In Ordnung. Ist aber echt gut, dass die Kerle sowas dabei haben. Also Heiltränke und Rollen, da können wir ein bisschen mit unseren Zaubern sparsam sein. Fragt nur. So, das hier ist eine ziemlich große Höhle. Die wohl hier in einer Sackgasse endet, ja. Das heißt, oben geht's weiter.